ein Feedback-Dialog ist eine kollektive Gelegenheit, das Team zusammenzubringen und über die Dinge, die gut funktionieren im Team, zu diskutieren und zu erläutern, wo wir noch Wachstumspotenziale haben. Ein Feedback-Gespräch ist wie ein Mitarbeitergespräch. Ein Mitarbeitergespräch ist one-on-one, aber ein Teamgespräch, ein Teamdialog hat einen ähnlichen Inhalt. Wir sprechen jetzt über das gesamte Team, hat den Vorteil der Kollaboration. Im Generellen beginnen wir immer nur mit zwei Fragen. Was funktioniert gut? Was gefällt uns? Was unterstützt uns dabei, unsere Rolle zu erfüllen? Und wo sehen wir Wachstumspotenzial? Also ich glaube, die beste Unterstützung ist eine allgemeine Offenheit. Die Nachhaltigkeit wird sichergestellt, indem Ziele gesetzt werden für die Zukunft, also daraus resultieren aus dem Gespräch. Es kann 6 Monate später ein Follow-up vereinbart werden, beziehungsweise gewisse Coaching-Maßnahmen werden eingesetzt, um das gemeinsame Verständnis zu stärken. Als Unternehmensgruppe führen wir jetzt schon seit vielen Jahren Feedbackgespräche durch. Wir haben hier Führungsdialoge als auch Teamdialoge und haben gemerkt, es hat sich die Kultur geändert. Mitarbeiter können Feedback konstruktiver annehmen, Führungskräfte können Feedback konstruktiver mitteilen, das aber auch umgekehrt, und das ist ein echter Mehrwert für die Teamkultur im Unternehmen. Wir haben bei einzelnen Mitarbeitern positive Veränderungen gesehen. Viel wichtiger noch ist es aber, dass wir bei gesamten Teams positive Auswirkungen der Feedback-Dialoge festgestellt haben. Die Herausforderungen der heutigen Arbeitswelt sind komplex, und da ist es notwendig, dass Teams gut zusammenarbeiten, denn Teams, die zusammenarbeiten und gut zusammenhalten, können auch in Krisensituationen jede Herausforderung meistern. Probleme, die man vielleicht bereits erahnt hat, die treten durch Führungsdialoge und Teamdialoge sehr rasch an die Oberfläche. Und wenn sich dann einmal die Kultur fürs Feedback geben und nehmen geändert hat, gelingt es auch in Zukunft viel schneller, diese Probleme zu sehen, anzusprechen und abzuarbeiten.